MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Herzlich willkommen hier bei ETS 2. Wir transportieren momentan Schwermetalle in Gewicht von 25 Tonnen nach Bratislava und sind irgendwo unterwegs, keine Ahnung. Ja, wie man merkt, ich habe die Aufnahme einfach danach laufen lassen und wir sind immer noch unterwegs. Ja, ich kann natürlich eure Resonanz nicht direkt wiedergeben, was ihr so Lustiges tippert, aber ich schätze mal, dass ich so circa im Schnitt eine Stunde aufnehmen werde. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. Ja, ich freue mich natürlich immer noch wie ein kleiner Turnschuh auf das SimCity Let's Play. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch drauf freut. Es wird natürlich mega bombastisch werden und ich bin der Meinung, dass das ein sehr episches Let's Play wird und mit sehr vielen Tücken, vielen Gefahren und ich glaube, dass wir das meistern können. So, da kütt keiner, dann fahren wir direkt noch rüber und wir sehen wieder ganz normal. Ja, okay, hinten ist noch ein bisschen verschwommen, aber ich bin der Meinung, das sollten wir noch hinkriegen und alles sehen. Ich hoffe, da geht eine extra Abfahrt runter, sonst muss ich noch rüber. Ne, geht's ja. Nein, geht's ja nicht. Wow. Gut. Wir sind momentan eh auf der A3 unterwegs. Richtung keine Ahnung. Und ihr habt das sicher schon in den Nachrichten gehört. Oder für die Leute, die sogar erkältet sind. Es ist ein Grippevirus unterwegs. Und das Fuckding hat mich erwischt. Beziehungsweise meine Freundin zuerst und dann mich wahrscheinlich. Boah. Auf jeden Fall danke, Schatz, für die Weitergebung deines wunderschönen Grippevirus. Du musst mindestens so süß sein wie du. Wenn er mich schon befällt. Boah, es klatscht aber wie aus Eimern heute. Aber ich bin immer noch hier von dem Volvo echt überzeugt. Mir gefällt er sehr gut. Oh, es wird was heller. Ist es etwa, dass es aufhört zu regnen? Ja, tut es. Auf jeden Fall. So, ich mache einen Scheibenwischer aus. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Es geht gerade die wunderschöne Sonne auf. Hier in ETS. Und ich mache einmal auch das Licht aus. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ah, so. Wie sieht es mit dem Schlaf aus? Müssen wir schon, ne? Wir müssen noch nicht schlafen. Beziehungsweise ich rechne das natürlich ein, dass wir mindestens zweimal pennen müssen. Was ich schön in ETS 2 finde, dass man danach noch Wasserspiegelungen hat. Die Fahrzeuge ziehen noch so Wellen und so weiter. Das ist einfach. Das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Und dafür nochmal ein großes Lob an die Entwickler. Danke für dieses wundervolle Spiel. Nur Leute, momentan kein Physics-Mod, wie gesagt. Der ist erstmal raus aus dem Fenster bei mir. Er hat einfach so dermaßen verkackt und ich bin der Meinung, dass er sich verdient hat, nicht mehr eingebaut zu werden. Auch schön und gut, dass ihr mir momentan immer diesen No-Speed-Limit-Mod schickt. Aber ich finde das ganz gut, dass wir nicht mehr schneller fahren können, weil erstens passt es dazu, dass ich einen Führerschein mache, weil ich mich ja ein bisschen dran gewöhnen möchte. Auch wenn die Umstände dazu, einen LKW zu bewegen, relativ kurios ist. Aber meiner Meinung nach ist das eigentlich schnuppegal, was wir bewegen. Hauptsache, ich halte mich ein bisschen an die Verkehrsregeln. Und bin auch der Meinung, dass das Ganze ganz gut funktioniert. Ich werde natürlich euch immer während der Videos auf dem Laufenden halten. Kann natürlich sein, dass mal ein Video nicht kommt, weil dann Fahrprüfung ist. Oder. Aber das seht ihr ja dann selbstständig, wenn irgendwas fehlt. Also nicht rumschreien, nicht meckern, Leute. Wie gesagt, mein Privatleben geht mir immer noch vor. Ich mache das hier nicht beruflich. Ich mache das aus Spaß, aus purem Spaß. Und deshalb finde ich das einfach wunderbar, dass ihr einfach die geilste Community der Welt seid. Das muss einfach nochmal gesagt werden. Und hier links haben wir doch wieder eine wunderbare Aussicht. Einfach fantastisch. Wahnsinn. Na, da ist wieder einer ohne Geduld. Das könnte ich sein. Wo sind wir denn momentan? Ah, man hört nochmal den Motor. Ajuja, er lebt also noch. Ich wäre dafür, dass der Motor mal runterschaltet. Das
Geräusch ist ja nervig. Naja, der Motor weiß schon, was er tut. Er hat es ja geschafft. Hier auch schön die Heuballen gestapelt. Sieht auch ganz nett aus. Wahnsinn. Hat das Ding Navi onboard? Nee, ne? So luxuriöse Aufträge fahren wir, glaube ich, noch nicht. Dass wir noch keine Miete keine Dingens zahlen müssen, wundert mich ein wenig. Oh, ich muss nochmal husten. So. Wir müssen nach, ich glaube, Richtung Düsseldorf, Frankfurt und so weiter. Köln-Mannheim müssen wir nicht. So. Genau, wir fahren momentan Richtung Duisburg, Düsseldorf und Frankfurt. Ich hoffe, die Fahrt bleibt weiterhin so angenehm ruhig. Mir gefällt's. Sehr gut sogar. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich auch, aber das sehe ich ja erst später. Naja, was soll's. Wackel, wackel, wackel. Das ist ein bisschen ruckelig hier, hä. Hammer. Schlimme die Straßen. Schlimme die Straßen. Tolles Deutsch. So, mal gucken hier. Schauen wir mal die Werte an. 19 Grad, 94, 90. Wir haben noch 509 Liter, das reicht für 1216 Kilometer. Also auch vollkommen ausreichend für diese ganze Strecke hier. So, wie sieht es mit dem Pennen aus? Wir können einen Abschlepper rufen, müssen wir nicht. 4 Stunden, 14 Minuten müssen wir pennen gehen. Ist eigentlich auch nicht nötig. Okay, jetzt mal gerade schauen, wann der nächste Rasthof kommt. Ja, dann den werden wir dann zum Schlafen nutzen, glaube ich. Ich glaube, das ist die bequemste Art und Weise, dann zu pennen. Ja, müsste eigentlich stimmen, doch. Ha, mir juckt die Nase. Ach, scheiß Erkältung, ne? Ich könnte ja kotzen. Ich hasse Erkältung. Das ist echt das Schlimmste, wenn dir die Nase zugeht, dann kannst du nachts nicht pennen, dann musst du durch den Mund atmen, dann schnarchst du, dann kriegst du einen Mecker, weil du schnarchst. Manchmal ist es eine echt verkehrte Welt. So, müssen wir Bahn wechseln oder kriegen wir unsere eigene Spur? Nein, wir sind zu gütig und kriegen unsere eigene. Das ist angenehm. Viele schreiben ja immer noch, dass ich mal den Mod von Harald ausprobieren sollte mit dem Afrika. Leider kein Interesse, da Afrika nicht zu Europa meines Wissens gehört. So viel ist mir im Kopf eigentlich klar. Habe ich das vor, nicht zu installieren, weil es dann nicht mehr ETS 2 ist. Kein Eurotruck. Falls nochmal die Frage aufkommen sollte, welche Mods ich benutze, schaut einfach auf meine Webseite unter www.hubifan.de. Darüber findet ihr dann unter Projekte ETS 2 und danach Mods. Also wenn ihr auf Projekte auf der linken Seite mal gucken, dann steht da ETS 2, da drauf klicken und darunter erscheint dann ETS 2 Mods. Nur so als reine Information, dass ihr das auch wisst. Versteht ihr? Ihr versteht das, wie ich meine. Ich verstehe es selber nicht. So, beschleunigen wir mal ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt überlege im Scania, wie schnell wir wären, mit Mod und allem, aber schon 10.000 Euro weniger. Oh, holla, die Waldfee. Warum wurde ich denn gerade so müde? Naja. Kuriose Welt, ne?
muss jetzt eh rüberziehen. Frankfurt, Erfurt, Kassel. So, da vorne kann ich endlich pennen. In 500 Metern rechts abbiegen. Düdüdüd. Machen wir doch. Nein, beim letzten Mal hatte ich nur Motorfehlfunktion, weil ich das gemacht habe, aus Spaß. Da kann man parken, da kann man tanken, das ist gut. Dann tanken wir einmal die Karre voll und parken dann gleichzeitig. Da hat der Arbeitgeber beim nächsten Mal weniger zu tun. Ha, auch in dieser Folge natürlich wieder den E-Mail-Ton. Wunderbar. So, einmal voll tanken bitte. Wow. Was hat denn der für einen Litertank? Fast 1400 Liter. So, dann parken wir mal hier. Ganz gemütlich. So. Und eine Runde schlafen. Das hat natürlich jetzt Kohle gekostet. Aber auch 5800 Dollar wieder Einkommen. Und 14 Euro durch Baldur. Wow. Baldur ist ja eine richtige Kanone. Mal hören, wie der Wagen überhaupt sich anhört von außen. Gefällt mir. Ach ja, dann geht die Fahrt doch mal los. Nein, wie ist das schön? So. Müsste eigentlich klappen, dass wir nochmal pennen können, so gesehen, um dann rechtzeitig anzukommen. Und weiter geht's hier. So. Wäre auch schön, wenn auf der Autobahn so gewarnt wird, glaube ich. Hey, hier ist eine Kontrolle. Fahr vorsichtig. Aber wie es weitergeht, Leute, mein Name ist Sabit von GamerTV. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut. Vergesst den Like nicht, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, Leute, tschüss.